nur so grob sagen, alles zusammen, was an den deutschen Küsten passiert. Von Usedom bis Emden. Das läuft hier bei uns zusammen, was die Kollegen da zu tun haben. Hier wird koordiniert, hier wird ermittelt für die Kollegen. Ob das jetzt AIS-Geschichte nennt, ist uns sicherlich ein Begriff, AIS. Ja. Dass wir Auswertungen machen, jetzt Schiffsunfall auf der Elbe oder sonst was. Und wir können genau nachschauen, wie schnell ist er gefahren, welche Passierabstände und solche Geschichten. Das ist immer ganz hilfreich für die Kollegen, um die zu unterstützen in ihren Ermittlungen. Ja, und wie gesagt, dann ist hier natürlich dieses gemeinsame Lagezentrum ein Zentrum der kurzen Wege. Hier sind verschiedene Behörden mit untergebracht. Das Havariekommando. Bei komplexen Schadenslagen, sprich Festkommer, große Schadstoffgeschichten, Öl, Chemikalien, ähnliches. Da wird der Stab des Havariekommandos über den Kollegen alarmiert und dann arbeitet er auch mit. Und dann übernimmt das Havariekommando die gesamte Geschichte und wir arbeiten das dann in Zusammenarbeit mit allen anderen Gruppen dann ab. Von der Contact, alle Fahrzeuge, die hier in die Bundesgewässer einlaufen, müssen sich 24 Stunden vorher anmelden und eine Meldung abgeben, Schiffsdaten, letzten 10 Häfen, auch von ISPS, sagt Ihnen das was, ISPS? Das ist die ganze internationale Sicherheitsgeschichte jetzt, was so mit Schiffern zu tun hat. Sind alle Häfen und alle Schiffe wurden zertifiziert, überprüft auf Sicherheit. Und eingestuft in 3 Level. Der niedrigste Level ist 1, das ist so das Standardschiff und der Standardhafen. Die fahren zum Beispiel in bestimmte Gebiete, jetzt vor Somalia, Golf von Aden, dann gehen die zum Beispiel auf 2 hoch, wo dann Zugänge erschwert werden und sowas, dass eben stärker geschützt wird. Und diese Sicherheitsmeldungen, die laufen hier alle auf. Da gibt es natürlich auch Schiffe, die werden zu uns auch weitergesteuert, unsere Bundespolizei. Wir steuern die weiter, zum Beispiel die Mecklenburger möchten die alle sehen. Alle Schiffe, die hier hinkommen, möchten auch den Sicherheitsbericht sehen. Dann gibt es Verdachtslisten, das sind Schiffe, die sich nicht angemeldet haben. Die laufen hier rein, haben keinen Report geschickt. Manchmal es kommt unbedingt Reports, manchmal schneidet einer unter. Dann ist er geschickt worden, irgendwo die Daten hier waren verloren gegangen. Manchmal haben sie einfach auch vertorft. Das kann auch passieren. Laufen dann hier rein, melden sich an bei der Revierzentrale. Die sagen dann, wir haben gar nichts vorliegen. Passt nicht. Ist nicht übereinstimmend, also schicken die dann was los, dass das Schiff keinen Report geschickt hat. Wir leiten das dann weiter, wenn das jetzt in einen deutschen Hafen geht, meinetwegen nach Bremerhaven oder Hamburg, an die zuständigen Stellen. Die Kollegen von der Wasserschutz gehen an Bord und sagen, Jungs, wieso habt ihr das geschickt? So. Erklärt mal, warum. So, was wird denn da näher überprüft? Das ist hier, die Brauer liegt ja immer sonst hier, jetzt ist die Weichmann im Moment. Die Brauer ist in der Werft, ja, genau. Ist halt ab und zu auch mal notwendig, ne? Ja, ja. Ja, grün sind die Zollboote. Ja, da gibt es ja noch eine ganze Menge Boote vom Schifffahrtsamt. Ja, die sind hier auch. Wie Schifffahrtspolizei steht da. Hier Ozeanik, dann hier Biga, hier Neuwerk haben wir da Meldung. Achso, Neuwerk, das ist hier Marvin, der Retter, der große. Ja, ja. Und so, und wenn irgendwo was passiert, kann man mal gucken, Moment, da und da, wer ist denn in der Nähe? Ja. So, dass man gleich da jemanden hinschicken kann. Die Ozeanik, liegt die da vorne oder nahe jetzt? Die bewegt sich ja oder schnell und her. Die hat auch mal vor Helgoland gelegen. Ne? Ja, die liegt mal hier und mal da. Ach, das ist so. Ach, die liegt nicht immer vor Helgoland. Die ist ja nicht wie festgeschraubt. Nein. Nicht verankert wie das Feuerschiff. Ja. Nee. Ja, und das ist schon. Und wir hier in Cuxhaven, wir machen so ein bisschen Recherche. Wir bearbeiten zum Beispiel die Security Reports von den Schiffen. Also. Kommt jetzt drauf an, wo die herkommen. Kommen die aus Südamerika zum Beispiel, dann kommen die in eine bestimmte Liste und diese Liste wird dann so ein bisschen verteilt auch an den Zoll. Die gucken dann auch mal nach und ist schon öfters rausgekommen, jetzt so Fahrzeuge, die aus Südamerika gekommen sind, dass sie bei denen auch Heroin
oder, oder irgendwelche Sachen gefunden, Drogen gefunden haben. Und andere Schiffe, die haben dann, wie gesagt, Afrika-Migrationssinn an Bord. Da sind dann die Stowaways an Bord, der Jahnschleicher. Und insofern wird hier das alles so ein bisschen recherchiert. Ja, man muss sich ja wundern, dass wir hin und wieder doch wieder so einen Container finden, in Hamburg oder wo auch immer. Ne? Das kann ja eigentlich mehr oder weniger nur über so ein Insider wissen, dass das verraten wird oder was. Wie soll man 100.000 Container... Da werden 4,5 Millionen Container umgeschlagen. Bremerhaven so. Schnüffelhände. Ja, die können die 4,5 Millionen Container abschnüffeln. Nee, das können sie nicht. So viele Hunde hat man nicht, ne? Ja, ja. Das sind immer die gleichen Linien und immer die gleichen Fahrzeuge. Ja, ja. Das hat man ganz schnell raus. Ja. Da muss man natürlich eine Statistik... Aber da zu finden auf so einem Schiff, ne? Ja, sicherlich. Das ist natürlich so. Das ist der eine Arbeitsplatz da drüben. Da haben wir dann Hilfsmittel hier von Lloyds zum Beispiel und AIS Live. Jedes Schiff, wissen Sie, muss ja dieses automatische Identifizierungssignal jetzt immer von sich geben, bei einer bestimmten Größe. Und darum, und das können wir dann alles am PC dann darstellen. Dann wissen wir ganz genau, wo das Schiff sich jetzt befindet. Ja. Und hier haben wir polizeilichen Arbeitsplatz, da ist jetzt nichts mehr, alles immer mit Papier oder Telefon oder so hinterher schreiben. Ne? Wenn das dann läuft, ist das eine gute Sache. Wie an sich, sicherlich. Ja. Ne? Da kommen wir keine wie an rauf. Ne? Ja, klasse. Kurze Wege, mein Bruder, Mensch, das und das, hat er ein Schiff da. Oder wer hat da etwas in der Nähe? Und das ist wirklich so, das macht auch Sinn, eine Lage zu haben. Kompetenzschwierigkeiten in den Sprachen. Nicht auf unserer Ebene. Nee, das geht jetzt kommt er wieder auf einer anderen Ebene. Ja, bei der Direktion. Da die Befindlichkeiten kommen. Ja, ja. Genau, genau. Die parlamentarischen Staatssekretäre. Auf der Ebene. Ja, das wird und gebaut. Und da kommt auch die Islamische Kommando rein. Da kommt das rein, da ist das Havariekommando drin, da ist dann komplett unter einem Dach. Das ist ja jetzt noch alles Hilfslösung gewesen draußen, die Container, die jetzt ja mittlerweile zum Teil schon abgefahren wurden. Das war alles so, ja, Flitzschusterei vielleicht nicht gerade, aber weil man noch nichts hatte. Und jetzt wird ja komplett neu gebaut und da ist natürlich alles unter einem Dach. Nicht so dolle Lust am Sonntag, da geht alles ein bisschen langsam. Ja, ja. Ja, und ansonsten, wie gesagt, sind die alle hier, die Fahrzeuge, das ist also, das sind Deutsche, so, Toggerbank, Venus und Tine Burker, die sind die Fahrzeuge, die hier auf der Weißen Bank, das ist die Weiße Bank dargestellt. Dabei Helgoland, da? Nee, Helgoland ist hier unten. Deutsche Bank ist hier oben, ist ein beliebtes Fischereigebiet, nicht so sehr für Plattfische ist alles hier unten. Und hier oben ist mehr auf Kaisergranat und auf Scholl und auf Kabeljau, die restlichen Kabeljau, die wir noch haben. Alle, wer glaubt, es gibt ja kein Kabeljau mehr, aber es gibt ihn noch reichlich. Ja. Nur die Wassertemperatur in der Nordsee hat sich natürlich in den letzten 4 Jahren um 1,5 Grad erhöht. Und damit ist der Kabel ja auch einfach nach Norden gezogen, Richtung Norwegen. Die Norweger überlegen... 1,5 Grad. Ja, also im Durchschnitt. Das ist gewaltig für sie. Ja, der Sauerstoffgehalt in der Nordsee ist sehr gut durchsetzt, bis Tiefen 180 Meter ist. Sehr guter Sauerstoffanteil, aber wie gesagt, eben zu warm. Der Kabeljau ist nach Norwegen hochgezogen. Die Norweger überlegen dieses Jahr, ob sie nicht die Quote für Kabeljau erhöhen wollen. Weil einfach zu viel Bestand an der Küste ist. Nicht zu viel, aber ein gesunder Bestand da ist, der, wie man erlaubt, die Quote wieder zu erhöhen. Für uns ja in diesem Auftrag auch eine Untersuchung. Wir haben selber Forschungsschiffe auch noch, das ist die Walter Erde. Aufgrund der immer noch schlechten Sichtverhältnisse auf der Elbe nimmt die Ludwigshafen Express auch die landgestützte Radarberatung wahr. Während sich die Sichtverhältnisse zunehmend bessern, passieren wir an Steuerbord den Radarturm und die alte Liebe von Cuxhaven. Aber auch bei guten Wetterbedingungen und optimalen Sichtweiten
gibt es genug Gründe für die Radarüberwachung. So ändern beispielsweise Schiffe ihren Kurs oder ihre Geschwindigkeit. Es gibt Überholer, Schiffe kreuzen unvermutet das Fahrwasser und so weiter. Um in diesem Durcheinander ein klares Bild vom Verkehrsgeschehen zu erhalten, wird mithilfe der Radardaten in beiden Revierzentralen der gesamte Verkehr rechnergesteuert in seiner momentanen und zukünftigen Entwicklung dargestellt und bewertet. Dabei bietet der Rechner zwei unterschiedliche Vorausberechnungssysteme an. Bei der Ansteuerung Elbe, die wir hier auf dem Radarbildschirm sehen, herrscht sogenannter Flächenverkehr. Diesen Standort passieren Schiffe, die aus dem Verkehrstrennungsgebiet kommen. Schiffe, die in entgegengesetzter Richtung den englischen Kanal ansteuern und Schiffe aus der freien Nordsee auf ihrem Weg in die Elbe. Aus der vom Radarecho ermittelten Geschwindigkeit und Position errechnet der Computer fortlaufend den Mindestabstand für eine gefahrlose Passage der Schiffe. Der Rechner ist so programmiert, dass eine Alarmmeldung ausgelöst wird, wenn der Abstand zwischen zwei Schiffen 10 Minuten lang geringer ist als der bestimmte CPA-Wert. CPA steht für Closest Point of Approach, dem dichtesten Punkt der Annäherung. Die Ludwigshafen-Express passiert jetzt das Glameier Stack, wo uns zwischen den Tonnen 37 und 38 Segelboote entgegenkommen. Lotse und Schiffsführung können nur hoffen, dass die Skipper umsichtig genug sind, die Nähe des Containerriesen zu meiden. Das Schiffstyphon kann sie nur warnen. Ausweichen oder stoppen ist unmöglich. Da sich das Wetter inzwischen gebessert hat, sind die Beobachtungsplätze der Revierzentrale Brunsbüttel verwaist. Nur ein Platz ist noch besetzt und es scheint, als würde draußen ein Schiff beraten. Schleppzug, Sigi Roulette, Sie stehen jetzt an und melden nördlich der Radarlinie bemerkte Tonne 94. Als Entgegenkommer haben Sie die Ludwigshafen Express mit 38 Fuß Tiefe. Die Ludwigshafen Express steht zurzeit bei der Tonne 83 auf der Radarlinie. Inzwischen hat die Ludwigshafen Express Brunsbüttel erreicht. Rundum bewegt sich eine Vielzahl anderer Fahrzeuge. Einige warten auf das Durchschleusen in den Kielkanal. Andere, wie auch unser Schiff, auf das Längsseitskommen des Lotsenversetzens. Nach dem Lotsenwechsel geht es zügig weiter dem Liegeplatz Hamburg entgegen. Auf dem Radarbildschirm in Brunsbüttel sehen wir, dass die Ludwigshafen-Express weiter elbaufwärts fährt. Für die Revierpassage bis nach Hamburg hat ihr der Rechner bereits ein neues Mitlaufzeichen zugeteilt. Und auch die Schiffsdaten sind im Rechner mitgelaufen und stehen auf Tastendruck zur Verfügung. Sowohl in Cuxhaven als auch hier in Brunsbüttel wird im Rechner alle 5 Minuten ein aktualisiertes Wegzeitdiagramm für den gesamten Revierverkehr gezeichnet. Ein Koordinatensystem zeigt links die Zeitachse und oben die Strecke in Kilometern. Die aktuellen Positionen von einlaufenden und auslaufenden Schiffen sind im unteren blauen Bereich dargestellt. Mithilfe von farbigen Flächen können, je nach Bedarf, Besonderheiten der Fahrrinne markiert werden. Aus den von den Radarantennen gelieferten Daten werden neben den aktuellen Positionen der Schiffe auch die zukünftigen berechnet und als Vektoren im Koordinatensystem des Wegzeitdiagramms dargestellt. Auf diese Weise können kritische Begegnungen bereits im Vorfeld erkannt und durch Hinweise. Ja, so ist es. Sitzen wir hier. War der Film gut? Der Film ist gut. And that's
1, Osaka, 382, Richtung Nord 34 Grad, Nordwesten. Wenn du dann ausgehst, nichts gemeldet, Holger, dann kannst du an der Steine so verwarten. Ja, alles klar. Okay. 100 Meter noch zum Schnittpunkt. Wahrscheinlich hier, in dem Bereich. Vorschneben. Sehr massiv im Passwort mit der Backvorzeile am Schnittpunkt. Abstand nächster Schnittpunkt. Wenn die Alarme eingestellt fürs Russischsperrwerk, falls der Wasserstand hier dementsprechend der Vorwand des Russischsperrwerks Mitarbeiter ansteigt, auf 7.25 in diesem Fall gibt es hier ein Alarm und dann wird der Mitarbeiter hier an einem Russischsperrwerk informiert im Landwirt und der fährt dann in diesem Fall das Russischsperrwerk zu, sodass das Zimmer dadurch absolut ist. Dann wird einmal cool gekommen. Verkehrlich zuständig, das heißt also, dass rein verkehrlich, ob ich das unser Bereich erstreckt sich aber noch weiter, es geht noch bis zur Tonne 63 hinauf, falls irgendwelche Tonnen vertrieben sind, ist das Sache des Wasserschiffers dann als Cuxhaven. Windparks unter anderem auch in der Deutschen Bucht, die Überwachung werden wir hier oben bekommen. Da vorne wird ein Arbeitsplatz eingerichtet über AIS, der dann die Windparks überwachen wird, sodass die Schiffe nicht dort in dieses Gebiet hineinfahren, sobald es Alarm gibt. Aber das wird wahrscheinlich nicht vor 2010 werden. Die anderen Windparks werden von Deutschen Bucht überwacht. Genau. Ist das Satelliten überwacht? Ja, das wird Satelliten überwacht. Also auf die einzelnen Barken vom Sender hin, dann geht das über AIS. Weil das Radio. Wir haben jetzt seit kurzem auch hier oben AIS-Bildschirme, dieses automatische Identifizierungssystem. Das läuft über eine Blackbox von Bord, über Satellit an Landstationen und diese Landstationen speisen dann die Daten hier zu den Verkehrszentralen ein. Dazu muss man sagen, dass Radar eher eine Vergangenheitsdarstellung ist. Also alles, was wir sehen, ist nicht aktuell der aktuelle Standpunkt, weil die Radarstrahlen müssen ja wieder zurückkommen und umgewandelt werden. Wohingegen AIS sehr, sehr wahrheitsgetreu ist. Also die Position von AIS zum Radar wird immer differieren. Also sie können nicht beide Tracks übereinander liegen, die werden nie identisch sein. Aber es ist schon ein sehr großes Hilfsmittel, weil wir haben uns auch mal Trackverluste, das heißt durch Abschattung verliert mal das Fahrzeug dann sein Mitlaufzeichen oder wird nicht angezeigt oder wird fehlerhaft angezeigt, das gibt es dann mit AIS nicht mehr. Also die Schiffe, wenn sie ihre Box da an Bord nicht abstellen, können sie uns nicht mehr entkommen und sind also immer sichtbar für uns, was natürlich bei Unfällen sehr wertvoll ist. Ja, wir haben damals eine ältere Anlage und die wurden dann gespeichert auf Disketten, das haben wir wohl noch, aber wenn da nichts vorgefallen ist und wir können nichts getrackt haben, dann, also es ist so tatsächlich so, dass die Sportboote werden bei uns nicht mitgetrackt. Die melden sich bei uns, sondern die können wir gar nicht so sehen. Wenn ich halt AIS an Bord habe, dann kann es auch wieder einfach. Ja, das kommt auch nicht zu. Wenn das so kleine Gurken sind, dann springt der Akku und dann kann es auch nicht sein. Aber es ist dafür nicht mehr frei. Aber was auch noch dokumentiert wird, und das wird meistens vergessen, alle UKW-Kanäle und alle Kilofender, Von Achtsam kommt die Henneke Rambo zügig auf. Ne? Ja, genau. Bei der 29 umschalten, um 21, ne? Ja, geht los. Ja,
Und das seid ihr hier meistens, die Dreiecke und die Plots. Hier, sowas, das seid ihr. Ja, ja. Wir werden erkannt, ne? Na gut, dass du darauf keine Tierköpfe hast. Der ist wieder, ne? Der ist wieder da. Aber der Ding schlägt auch. Er trinkt jetzt wieder Weinschorle. Und dann überlegt er sich, ich habe gesagt, du fährst auf der Linie, das kann er sich aussuchen. 30 und 40, kleinere Einheit, ja. Okay, ich sag's dir mal. Oliver, wahrscheinlich vor Cuxhaven in der Nord. Und die Raucher nach links. Wie heißt das Wort? Zum Lächeln zinken. Der Ulmbrugger Schlüsenchor. Es beleidigt heute ihr Ohr, der Ulmbrugger Schlüsenchor. Also, das ist die Dienststelle. Ja. Nein, da müssen wir sehen, dass wir so uns los sind.